Hier wird Geschichte lebendig. Geschichte, wie sie vor allem von jungen Menschen in den Formen kirchlicher Jugendarbeit gestaltet wurde. In Harrhausen, dem ehemaligen Zisterzienserkloster und heutigen Jugendhaus, wurde 1947 der Bund der Deutschen Katholischen Jugend gegründet. An diesem Geschichtsort katholischer Jugendarbeit entstand 1977 mit der Dokumentationsstelle des BDKJ im Erzbistum Paderborn ein Archiv zur katholischen Jugendgeschichte. Dokumente und Zeugnisse unterschiedlichster Art aus den verschiedenen Jugendgenerationen wurden hier zusammengetragen und bilden einen einzigartigen Bestand. Wir dokumentieren die Entwicklungen der kirchlichen Jugendarbeit. Ebenso archivieren wir die historischen Unterlagen des BDKJ und seiner Mitgliedsverbände. Zeugnisse von den Aktivitäten kirchlicher Jugendarbeit finden Sie außer in Aktenunterlagen in Nachlässen, Zeitschriften, Fotos, Filmen, Liederbüchern oder musealen Gegenständen. Ich bin hier zur Dokumentationsstelle gekommen, um Informationen für meine Facharbeit zu suchen, die die Frage behandelt, wie die Kirche heutzutage noch die Jugend erreichen kann. Meine Eltern haben mich dazu gebracht, hier im Archiv mal nach Informationen zu suchen, um ja, mit meiner Facharbeit weiterzukommen. Bei meiner Recherche wurde mir vor allem von Franz Hucht geholfen, der mir hier alles gezeigt hat und erklärt hat und die meisten Informationen bereitgelegt hat. Hier konnte ich mir direkt Unterlagen wie Bücher oder Zeitschriften ausleihen und für die gesamte Schreibphase lang behalten, um ja, die Informationen daraus zu verwerten und in meiner Facharbeit einzubringen. Die Dokumentationsstelle hat mich in meinem Suchen viel weitergebracht, da ja auch Theologiestudenten mir nicht wirklich weiterhelfen konnten und ja, mir als Tipp eigentlich nur noch dieses Archiv gegeben haben, um hier mal zu stöbern. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass man auf Dauer auch die Dinge noch weiß, die diejenigen gemacht haben, die eventuell vor 20 oder 30 Jahren oder eventuell auch noch länger einmal Jugendarbeit gemacht haben, daraus eventuell Schlüsse zu ziehen, warum heute die Dinge nicht mehr so gehen oder aber warum andere Dinge heute möglich sind. Ich selber habe jahrelang in der Diözesanleitung mitgearbeitet, der DPSG hier in Paderborn. Es geht mir hauptsächlich darum, dass wirklich so die Geschichte der Jugendarbeit auch auf Dauer dokumentiert werden kann. Dass nicht jeweils mit einer neuen Leitung ein neues Kapitel anfängt und alles andere ist vergessen, sondern ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Kontinuität in der Jugendarbeit nur nachweisen kann, wenn auch die Dinge dokumentiert sind, die vor einem waren oder auch eventuell noch nach einem sicherlich kommen werden. Ich finde es besonders wichtig, gerade die Geschichte der Jugendarbeit nochmal gesondert in diesem Archiv zu dokumentieren, weil gerade die ganze Bewegung und die Zeit Jugendarbeit besonders sehr vielseitig und flexibel und bunt sind und in einem ständigen Wandel leben. Und ich glaube, dass es sehr spannend und wichtig ist, einfach diesen Wandel auch im Laufe der Geschichte erlebbar zu machen. Und das tut diese Dokumentationsstelle. Wir müssen aufpassen, dass wichtige Dokumente aus der kirchlichen Jugendarbeit nicht verloren gehen. Durch meine Mitgliedschaft in dem Förderverein der Dokumentationsstelle leiste ich einen Beitrag dazu, dass auch später nachfolgende Generationen Dokumente aus unterschiedlichen Generationen der Jugendarbeit einsehen können. Wenn ich als Mitglied im Förderverein zurückdenke, warum ich das tue, warum ich mich dort engagiere, ich glaube, ich leiste einen wichtigen Beitrag zur Geschichtssicherung und durch meinen Förderbeitrag unterstütze ich die Anliegen der Dokumentationsstelle ganz praktisch. Der Förderverein bietet mir persönlich die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Gespräche zu führen, mich auszutauschen über die Jugendarbeit damals und heute und da einfach wertvolle Informationen nochmal zu bekommen, was auch noch heute wieder modern oder praktikabel sein kann und was damals vielleicht auch schon so war. Ich möchte Sie auch einladen, ganz herzlich in unserem Kreis mitzumachen. Denn wir im Förderverein sind überzeugt, dass die Geschichte kirchlicher Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, das heutige Geschehen zu begreifen.
gern möchte ich Sie einladen, Mitglied im Förderverein des BDKÖR zu werden und so die kirchliche Jugendarbeit im Erzbistum Paderborn weiter zu unterstützen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Vielleicht sind Sie ja beim nächsten Treffen dabei. Der Kommunalverwaltung der Kirchengemeinde, dem Malteser, der Feuerwehr, dem Hausmeister und dem Bischöfen. Wir hatten nur einen Kontakt.